Kunst muss in erster Linie ästhetisch sein. Sie muss etwas fürs Auge sein. Sie muss nicht gehaltvoll sein. Sie muss nicht sinnvoll sein. Sie kann auch ruhig sinnlos sein. Und herzlich willkommen, Filmfans, zur allerersten Filmkritik-Review für das Jahr 2021. Und wie schon in den letzten Jahren kann es sein, dass wir auch dieses neue Jahr mit einem eventuell nicht so guten Film begehen, ja. Immerhin ist er der dritte Teil einer durchaus sehr, sehr lose zusammenhängenden Giallo-Trilogie, die 2013 den Anfang nahm mit Sonno Profondo, aka Deep Sleep, der, glaube ich, hier nicht in Deutschland veröffentlicht wurde. 2015 gab es dann Francesca, der hier unter anderem mit einem Mediabook-Release bedacht wurde, den ich euch auch schon hier auf meinem Kanal vorgestellt hatte, von dem Label Mad Dimension, von dem man auch nichts mehr hört. Also ich gehe mal davon aus, dass dieses Label eigentlich gar nicht mehr existiert. Und 2018, ja, ist dann natürlich Abracadabra rausgekommen. Das neueste Regiewerk von Nicolas und Luciano Onetti, die mich, ja, 2018 im Rahmen meiner Lodge Halloween Horror Trash Week mit What's the Waters Left Behind ziemlich gequält hatten, auch wenn ich da sagen muss, dass sie da auch ein Auge hatten für eine gewisse Ästhetik, auch für gewisse Örtlichkeiten, die man aufsuchen muss, um eventuell sich zu erleichtern. Ja, was den Inhalt anging, war das Ganze allerdings eine sehr, sehr grenzwertige Angelegenheit gewesen. Und deswegen muss ich vor allem, ja, hier schon mal anmerken, war Abracadabra auf jeden Fall wesentlich besser als diese Backwood-Slasher-Hommage oder dieser Texas Chainsaw Massacre-Abklatsch, muss man mal so sagen. Auch wenn die Handlung hier eher zweitrangiger oder drittrangiger Natur ist. Es geht hier um einen Magier, und zwar den guten Lorenzo Mancini, der 1951 Zeuge wurde, wie sein Vater halt auch, der ein großer, populärer Magier war, halt bei einem seiner Tricks ums Leben gekommen ist. Er wurde ermordet und 30 Jahre später, 1981, an den Ort dieses Verbrechens wieder zurückkehrt und mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Und das Ganze in doch einer sehr, sehr psychedelischen Erzählung reingepackt wurde, zumindest teilweise von den Bildern, muss man sagen. Aber dieser Film selber versteht sich natürlich ganz klar immer wieder als nicht nur Giallo-Hommage, natürlich auch deutlich als Neo-Giallo, muss man sagen. Und er verkörpert all das, was man eventuell an dem Genre mag oder eventuell nicht. Weil dieses Subgenre selber steht natürlich ganz klar für eine gewisse Ästhetik. Ja, nicht nur was die Morde angeht, sondern auch was alles andere drumherum geht, was die Story angeht, was die Figuren angeht, was die Damen angeht, wie sie halt in den Filmen dargestellt werden. Deswegen wurde den Film früher immer eine gewisse Frauenfeindlichkeit unterstellt, ja. Und die könnte man diesem Film auch unterstellen, aber man muss natürlich bedenken, die Zeiten haben sich geändert. Und Abracadabra ist jetzt auch ja, sicherlich mit diversen Werken von Argento nicht zu vergleichen. Vor allem auch was den Härtegrad angeht, hält dieser Film sich deutlich, deutlich zurück. Das Derbste, was man hier wirklich zu sehen bekommt, ist eine Enthauptung mit einer Guillotine, die eigentlich ganz gut getrickst ist. Aber die Szenen selber werden so schnell abgefrühstückt. Der Film wälzt sich nicht darin, wie zum Beispiel ein Tenebrae, ja, wo das teilweise richtig zelebriert wird. Diese Tötungsszenen, muss man wirklich sagen. Und dann haben wir natürlich an sich diese Handlung, die natürlich sehr viel Raum einnimmt. Ja, auch wenn ich sagen muss, ist, dass der Film am Ende eigentlich null Sinn ergibt. Aber das ist natürlich bei vielen anderen Giallos von früher genauso gewesen. Ja, dass da manchmal die Unlogik ganz klar mit am Start war. Ja, muss man sagen, hat dieser Film schon ein deutliches Gespür für seine bildliche Ästhetik, für die Bildgestaltung an sich. Die ist mir sehr, sehr stark ins Auge gesprungen, was diese auf alte Bilder angeht. Teilweise diese entsättigten Farben, manchmal sind die Farben sehr kräftig hervorgehoben, ja. Es wirkt wirklich teilweise auch von der Ausstattung her, als würde man hier einen Film sehen, der Ende der 70er, Anfang der 80er entstanden ist, ja. Das Ganze ist natürlich eine Low-Budget-Produktion, ja. Das Ganze ist übrigens eine argentinisch-neuseeländische Produktion, wobei die Onetti-Brüder natürlich hier auch sehr viel Wert darauf legen, dass natürlich ganz klar auch die Originalsprache italienisch ist, ja, beziehungsweise das Skript auch in Italienisch verfassen. Und sich auf jeden Fall hier deutlich, deutlich ausgelebt haben. Ja, das Ganze ist mit knapp 70 Minuten recht kurzweilig ausgefallen, auch wenn ich sagen muss, ist, dass der Film dann doch hin und wieder deutlich, deutlich seine Längen hatte, weil er ja teilweise echt auf der Stelle tritt, ja, und auch wirklich keine richtige Dynamik entwickelt, weil die Handlung selber so wie ein Mysterium über der Hauptfigur wabert, ja, dem guten Lorenzo, der natürlich dann versucht herauszufinden, wer denn wirklich hinter dem Tod seines Vaters steckt, und das Ganze natürlich aufgelöst war, relativ überraschend, wobei es gibt im Film eine Szene, die
gewisserweise etwas vom Ende des Films dann doch schon ein bisschen vorwegnimmt oder andeutet, ja, muss ich sagen, war das schon vollkommen okay gewesen. Und dann haben wir natürlich auch noch diese ganzen Farbspielereien hin und wieder, wie man sie von Argento kennt. Die Kamerafahrten sind jetzt nicht so lang und ausgiebig wie bei Argento zum Beispiel, ja, da hält man sich deutlich zurück, aber die Schnitte selber sind sehr, sehr gut gesetzt. Die einzelnen Details werden im Film sehr, sehr gut präsentiert. Sagen wir es mal so, wir haben im Film auch so ein MacGuffin, so ein Medaillon, wo halt Abracadabra draufsteht, aber was auch am Ende hin eigentlich keine wirklich große Bedeutung für den Film hat. Was man noch positiv hervorheben kann, ist auf jeden Fall der Soundtrack, der hier so 70s-like daherkommt, ja, mit so beschwingten Pop-Melodien. Dann haben wir so leichte psychedelische Stücke, die hier reinkommen, weil der Film hat natürlich auch über bestimmte Strecken schon gewisse auch psychedelische Szenen aufzubieten, ja, die sich natürlich auch so mit dem Innenleben der Hauptfigur beschäftigen, ja, und versuchen natürlich auch ein bisschen so diesen Wahnsinn darzustellen, was der Film natürlich auch ganz gut rüberbringt. Also ich muss sagen, der Soundtrack ist auf jeden Fall sehr, sehr gelungen, ja, muss man einfach mal so sagen. Und auch ansonsten haben die Onetti-Brüder hier ihr Handwerk wirklich schön ausgelebt. Ja, handwerklich gibt es hier definitiv nichts zu meckern. Aber ich muss sagen, ich bin weder mit den Figuren warm geworden, noch fand ich die Handlung sonderlich großartig interessant oder mitreißend oder dramatisch, muss man sagen. In erster Linie geht es hier bei diesem Film deutlich, deutlich um die Ästhetik, um die Bildgestaltung an sich. Das ist auch vollkommen okay gewesen, muss man sagen. Ich würde sogar sagen, das wäre so ein Film, der perfekt auf irgendeiner Party, auf einer Themenparty schon als Videoinstallation laufen könnte, ja, aber es ist jetzt ein Film, den ich mir kein weiteres Mal anschauen würde. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, ja. Und deswegen bekommt Abracadabra von mir ganz, ganz nette 4,5 von 10 Punkte. Ja, dann kommen wir natürlich noch zur Veröffentlichung des Films. Und der Film kommt im Laufe dieses Monats vom Label Sinistrange raus. Natürlich ungeprüft, ja. Warum auch immer, also der Film würde locker so eine FSK 16 bekommen, weil er ist nicht sonderlich hart oder so. Ja, muss ich wirklich sagen, der hätte sich sogar auch mit gewissen, ja, spärlich bekleideten Damen hält er sich auch deutlich, deutlich zurück. Da ist der wirklich sehr züchtig ausgefallen, muss man sagen. Aber immerhin, ja, sind die beiden Mediabook-Cover-Varianten sehr ansprechend ausgefallen und man kann sich auch auf dem Kanal vom guten Michael Speyer eins der Mediabooks auch schon näher anschauen. Sind auf jeden Fall gelungen, aber ich muss sagen, 30 Euro finde ich hier deutlich, deutlich zu hoch. Es kann natürlich sein, dass irgendwann nochmal eine FSK-geprüfte ja, Veröffentlichung rauskommt, natürlich komplett ungeschnitten, weil was will man hier großartig schneiden? Ja, weil die bildliche Ästhetik, gewisserweise auch die Gewalt in dem Film selber schon ein Stück weit entschärft, ja. Also bis auf die eine Szene, diese Enthauptungsszene, hält sich alles wirklich definitiv zurück, was die Inszenierung angeht. Bei dem Film geht es nicht um die Gewalt, es geht ihm deutlich, deutlich mehr um die Ästhetik selber, ja, und deswegen, ja, muss ich sagen, ist dieser Film auch jetzt auch nicht sonderlich hart, aber es kann natürlich sein, dass man erstmal durch den Verkauf der ganzen Mediabooks erstmal die FSK-Prüfung finanzieren möchte, ja, aber ansonsten muss ich sagen, sollte man erstmal warten, bis diese Veröffentlichungen vielleicht im Preis fallen, ja, also ich muss sagen, da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Aber vielleicht ist es auch der einzige Weg, um diesen Film überhaupt an den Mann bringen zu können. Ja, ich meine mal, Kochfilms haben es schon ein paar Mal gemacht, aber sie hatten auch immerhin die Filme auch bei der FSK schon vorgelegt gehabt, wie Am Meer zum Beispiel. Ja, aber Am Meer ist natürlich ja schon etwas experimenteller ausgefallen, muss man sagen. Abracadabra ist halt ein Fest der Ästhetik, muss man sagen. Wo Handlungen und Figuren eher zweitrangig sind. Und was man natürlich noch zur deutschen Synchro sagen muss, ist, die wurde schön, schön, schön auf alt getrimmt, muss man sagen, ja. Die wirkt auch so richtig wie von einem abgenudelten VHS-Band. Eventuell steht man auf sowas oder nicht, ja. Man muss sich darauf einlassen, das sind diese ganzen Stilmittel, die dieser Film halt mitbringt, ja. Und das war es jetzt auch mit meiner Kritik-Review, ja, meiner allerersten Kritik-Review für das Jahr 2021 hier mit Abracadabra. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare schreiben, ob dieser Film etwas für euch wäre, ja, was eure Gedanken oder auch Meinungen zu diesem Werk sind. Ansonsten sehen wir uns zu einer weiteren Filmkritik-Review oder zu einem anderen Video hier auf Lord Gangnam Full, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.